Herzlich willkommen zurück zu Creativerse mit Arezo und Dead by Happiness. Ich bin Arezo. Ich bin Dead by Happiness. So, es sind 500 Minuten vergangen oder so seit der letzten Folge. Keine Zeitgefühl verloren. Ja, ich eben auch das Zeitgefühl verloren durch Internetprobleme. Dadurch hatte ich nicht mehr die aktuelle Internetzeit und sofort kein Zeitgefühl mehr. So. Aber eventuell ist dann jetzt endlich mein Keeper soweit, mir Zeug zu geben. Das ist doch auch schön. Hopp, hopp. Und dann müsste ich wirklich mal nachgucken, wie das mit dem Warmwürmern ist. Also ich muss mal in eine Warmwurm-Gegend gehen. Moment mal kurz. Da hat irgendwas... Achso, ja klar, die Feuerschalen haben geleuchtet. Ja, guck mal da. Rein theoretisch müsste es möglich sein, dass ich einfach bei mir im Gebiet so weit runtergrabe, dass ich in der Warmwurm-Gegend bin, einen noch dunklen Raum dort habe, dort einen Teleporter einpacke. Dust Devil Staub gibt mir der Dust Devil. Hm, okay. Und der wird gewaschen. Voilà. Ja, und dann müsste ich dort theoretisch ein paar Warmwürmer mir zähmen können. Eventuell. Vielleicht. Der Warmwurm ist wieder sowas, das eigentlich ziemlich doll tot sein sollte, wenn man es mit Wasser bespritzt. Aber eigentlich der Warmwurm, der Dust Devil. Aber dem geht's gut. Das ist gut. Und los, gib her. Gut, Chizard, Gizard, Chizard Egg. Hier, nimm noch ein Ei. Ach, verdammt. Ich muss ja vorher waschen. Ah, und dann warten. Ich weiß nicht, wie ich schaffe, das so schnell immer wieder zu vergessen. Aber irgendwie krieg ich's hin. Wie geht's dir? Du willst auch was geben. Sehr schön. Und los, gib her. Gib. 2 Arkstones, 8 braune Pilze und ein paar Kohlen. Ach. Fackeln. Ja, und der Arkstone ist immer das Wichtigste. Ja, durchaus. Jetzt kann ich nämlich tatsächlich auch Arkstone-Lampen herstellen und so weiter. Die aber, muss ich dir ehrlich sagen, die nicht so, wie heißt das, nicht so ergiebig sind wie wirklich die Wood-Burning-Lamps. Oder die Gaslampen. Ich weiß es nicht warum, aber die haben eine höhere Lichtquelle als wirklich die Arkstone. Deshalb, klar, Arkstone ist blau. Wenn man natürlich auf blau steht, nimmt man die. Wir haben so diesen bläulichen Schimmer, den man ja in deinem Portalraum sieht. Ja. Nee, Moment. Der bläuliche Schimmer ist durch blaue Lampen. Ach so, ja, aber in genau in dem gleichen sind auch die, die Arc-Lämpchen. Da sieht man, der Dead by Happiness guckt gar nicht die Videos. Sonst wüsste der, dass das blaue Lampen sind. So. Beacons brauchen keine Arkstones. Arc Table. Wozu brauche ich den? Achso, Arc Tech Table. Benutzt, um zu bauen. Aha. Okay. Gut zu wissen. Ja, Arc Tech Laterne. Große Arktektruhen, die könnten sehr wichtig sein. Healing Beacon. Oh! Dafür brauchen wir aber Korruptionsstaub. Okay. Ein erweiterter, also ein fortschrittlicher Arktek-Table. Und dazu sollten wir erstmal den ersten herstellen. Können wir auch, müssen wir auch zuerst. Ein großer, da geht's noch weiter. Und eine große Arktek-Laterne, okay. Blaue Beacon braucht ein Rezept, rote Beacon, gelbe Beacon brauchen alle Rezepte. Okay. Hast du eigentlich ein Bett in deinem Häuslein? Yep, das habe ich. Können wir mal auf Nacht schalten? Alles klar. Ich würde nämlich gerne Truhen suchen. Sleeping, sleeping, sleeping. Gut, danke sehr.
Ich habe die ganze Zeit Angst, dass mein Schuh mir Dinge in Brand setzt. Wie geht's eigentlich? Gibt's eine Suppe? Suppe. Achso, ja, Suppe haben wir. Also beim Keeper muss ich wirklich aufpassen, dass ich dem immer genug gebe. Weil die Arkstones eben wirklich wichtig sind, wie wir eben festgehalten haben. Lasst mich in Ruhe, Schweinchen, dann lasse ich euch auch in Ruhe. Bisher sehe ich keine Truhen. Alles leer. Ein Wiring-Tool. Ja, habe ich auch irgendwo in der Kiste. Ich habe es bisher noch nicht wirklich nutzen können. Aber ich bin mir sicher, es hat irgendeinen Nutzen. Oder? Au. Ja, das ist denn für die, zum Beispiel, für die Hebel und für die Nummernfelder wichtig, damit du manche Sachen verbinden kannst. Mhm, okay. Um gewisse Mechaniken zu bauen. Zum Beispiel ferngesteuerte Bomben? Ich kann sein. Freund. Kann sein. Weiß ich, habe ich noch nicht ausprobiert. Ich habe eher rumgespielt mit zum Beispiel abschließbare Türen. Oder zum Beispiel unsichtbare Eingänge. Damit zum Beispiel, weil man kann einen Phasing-Block bauen, der in einer geraden Linie, je nachdem wie man ihn gestellt hat, Blöcke verschwinden, also sozusagen materialisiert oder halt und gerade wegfaced, genau. Und dafür zum Beispiel, das habe ich in meinem ersten Haus, da habe ich die dann an ein Nummernschloss angebaut, dass ich sozusagen einen gewissen einen Türcode eingeben musste und dann ist sozusagen diese Blöcke, der Eingang ist dann erschienen. Dann sind die Blöcke weg gewesen, konnte man durchlaufen und dann kamen sie wieder. Ja, sowas habe ich in Terraria ab und zu benutzt. Aua. Ist an sich ganz witzig. Aber da sieht man's, du bist so eine total misstrauische Person. Überhaupt kein Vertrauen in deine Mitmenschen. Du willst versteckte Eingänge. Und so. Ich denke an sowas überhaupt nicht, weil ich eine friedliche Person bin. Wo sind denn jetzt die Truhen? Eine Feuerbombe hier im Schneegebiet. Das wäre interessant. Ich habe jetzt leider gerade keine. Truhen, wo seid ihr? Warum ist es so hell? Oh, da hinten haben wir eine riesige Höhle im Berg. Bewacht von ein paar Eismios. An denen müssen wir vorbeischleichen und dann können wir das erkunden. Hoppala. Der da will nicht, dass wir vorbeischleichen. Aua, Hilfe! Kaputt gegangen, werde ich. Hoppala, ich sehe gerade zum ersten Mal, dass so ein Beutesack auch wegrollen kann, einfach. Ach Gott, hier ist es ja gefährlich. Da oben ist ein Keeper, okay. Lasst mich in Ruhe. Hui. Können die schwimmen? Zumindest das Hoglet, ja. Da eben hatten wir noch Kohle, aber die ist mir gerade nicht so wichtig. Da ist noch ein Keeper. Menschens, Kinder, ne. Und, na, okay, der Höhle ist jetzt nicht wirklich etwas, das ich haben möchte. Nur viele, viele Feinde. Gut, die Keepers hätte ich natürlich ganz gerne, aber ist mir jetzt gerade zu anstrengend zu jagen. Gut, Teleport zurück. Ladebildschirm. Ach Gott. Da merkt man, dass man viel gelaufen ist.
ich sehe gerade, der erweiterte Extraktor verdoppelt den Output. Das heißt, es ist wirklich ein fester Wert. Wie viel mehr das ist. Also immer eben das Doppelte. Das ist gut zu wissen. Shredded Leaves bekommen wir hier raus. Nur, ich hatte gehofft, dass man aus den Blättern sich direkt einen Setzling holen kann, aber offenbar nicht. Okay, aber meine Theorie, dass sie nicht spawnen, wenn man nicht in der Nähe ist, ist auch in dem Sinne eigentlich falsch, weil ich habe jetzt gerade aus meinem Haus, gehe um die Ecke und sehe eine Truhe. Wohl. Habe ich schon. Und was ist drin? Gelbe Blumen, 20 mal Kohle, 5 mal Gunpowder und ein Magnetit. Tja. Zeug, was ich gut gebrauchen kann gerade. Ja, okay, du bist ja auch niedrig. Du bist noch im Niederlohnsektor. Niedriglohnsektor. Da ist der Miko wirklich genau mitten auf der Lampe gespawnt, also ist auch wieder. Tja, so viel zu, die spawnen nicht, wenn es hell ist, ne? Oh, cool. Eine Fliege. Und jetzt darf ich nicht das tun. Okay, aber ich glaube, wir können trotzdem alles ohne Probleme aufsammeln. Und ich habe nicht gehört. Ah, doch geht. Sehr gut. Deswegen müsste ich eigentlich immer Leitern rumtragen. Und deswegen hat man echt einen Vorteil, wenn man so ein Gleit hat. Also zumindest gehe ich davon aus, dass man dadurch echt einen Vorteil hat, um da hochzukommen. Hier können wir noch ein bisschen Holz mitnehmen. Aber generell gibt es wahrscheinlich irgendwelche guten Wege, um schnell so einen Baum hochzukommen. Um den Run von oben abzuernten. Zack, noch eine Blume. Oh, zwei Blumen. Schön. Das da müsste ich auch mal wegmachen. Ein paar gelbe Blumen. Schön. Ja, die Kistensuche war jetzt nicht so erfolgreich. Da habe ich kürzlich mehr am Tag gefunden. Hier geht's gut. Gut. Aua! Oh, ist ja niedlich. Der Wüstenteufel schläft tatsächlich auch hier so wie in der Wüste. Das ist doch schön. Fühlt sich hier offenbar ganz zu ganz wie zu Hause. Gut, so ein Pixie bringt auch nicht unbedingt Tonnenblut. Es geht. Ich brauche demnächst mal wieder Blumen und Pilze. Haben wir sogar gerade bei. Aber ich glaube, wir nehmen mal doch lieber Blumen, die wir besser farmen können. Hinten beim Urwald gab es nämlich ganz viele Blumen direkt auf dem Boden. Das ist schön, die wollen wir haben. Auch wenn wir dafür einen großen Sprung riskieren müssen. Ich komme mir gerade wieder vor wie im Single-Let's Play ohne Begleitung. Ah, okay. Hier bekommt man also auch viel leichter die Ranken. Das ist auch gut zu wissen. Das ist die Frage, ob die nachwachsen. Hoffe ich einfach mal. Das wäre nämlich äußerst vorteilhaft für mich. Hoppala. Ich bin da runtergefallen. Hier bewegt sich so viel, dass ich die ganze Zeit denke, ich werde verfolgt. Und hier haben wir die Blumen, von denen ich eben geredet habe. Wildblumen.
Sehr schön. Da hinten läuft irgendwo ein Keeper rum. Aber den müssen wir nicht unbedingt verfolgen. Wir haben ja unseren eigenen. Klar, es dauert ein bisschen, aber insgesamt, dadurch, dass der auch wirklich nur was ganz Harmloses will, eben eine Suppe, sollten wir damit sehr bald keine Arctech-Probleme mehr haben. Besonders da ich ja eh schon ohne die Arkstones auskam. Dead by Happiness, bist du noch bei uns? Das sehe ich mal als nein. Oh, doch. Wieder die falsche Taste gedrückt. Ja. Wie lange schon? Nicht. Obwohl. Wird es wahrscheinlich eine Weile, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Zum Beispiel, wo du angefangen hast mit zu sagen, dass ich. Ich weiß nicht, hast du das mitbekommen, dass ich gesagt habe, weil es so spät ist, dass ich etwas müde bin, deswegen nicht so gesprächig? Ah, nee, das war dann die Antwort auf Solo-Let's Play, ne? Genau. Ja. Ja, nee, ich bin jetzt zurzeit auf der Suche nach Magnetit und finde leider keins. Tja, ich weiß, wo ich welches finde. In meiner Truhe. Na ja, gut, ich hab meine erst geplündert, weil ich schon eigentlich ziemlich schnell versuche, die Mechanik-Sachen freizuschalten. Dafür brauche ich Magnetit. Ja. Damit ich mein Haus sicherer machen kann vor Brandstiftern. Das finde ich beleidigend. Ich habe noch nie also nur einmal aus Versehen deinen Boden in Brand gesetzt. Also quasi aus Versehen. Ich habe mich entschuldigt. Das muss doch was wert sein. Sie sieht aus, als wenn hier jemand war. Oder vielleicht war ich auch nur hier schon. Ah, du bist in der Nähe von unseren Gebieten, deswegen kann es durchaus sein, dass du auf ein Gebiet stößt, in dem Licky und ich umhergestromert sind. Ah, es geht eher um den, ich nenne sowas ja immer Mine. Und weil es sieht so aus, als wenn hier so ein Eingang gemacht wurde, einfach nur abbauen. Aber hier wurde halt nichts verleuchtet sozusagen, oder... Das könnte durchaus von mir dann sein. Da unten ist es so, hey, ich kann da durchaus mal vergessen, dass man es beleuchten sollte. Miro, nein! Also das mit den Wildblumen ist echt praktisch. Dazu, da muss man dann auch keine komischen Tricks machen. Dann geht man einfach in den Urwald, holt sich dort die ganzen Blumen. Also nicht in den Urwald, sondern in die Savanne, aber ich muss eben den Weg über den Urwald erstmal gehen. Hier ist ein böser Miro, der will was von mir. Stunning und Zemin. Muss ich auch noch machen. Werde ich höchstwahrscheinlich irgendwann mal machen. Generell, ich denke, ein hohes Wesen von jeder Spezies wäre ganz gut bei einem. Klar, mit dem Warmwurm ist es ein klein bisschen problematisch. Der braucht dann einen Raum im Keller. Wow, der ist ja wirklich rausgekommen. Der hat sich wirklich ein... Jetzt bin ich geblendet. Toll. Da musst du dich schnell wegdrehen. Ja, aber ich musste ihm ja den letzten Hit machen, bevor er verbrennt. Weil man kann ja sozusagen ein bisschen gemein sein, wenn die gerade die Tiere am Brennen sind, die Bösen. Und man macht den letzten Hit, dann lässt er trotzdem Loot droppen. Ich wusste nicht, dass das dafür der letzte Hit sein muss. Ich dachte, das ja, reicht leider. Ein Hit. Nee, das habe ich auch schon ausprobiert. Und noch ein paar Blümchen. Damit wir nicht dauernd wegrennen müssen, um Blumen zu holen. Ich habe jetzt 71 Potions gerade mir hergestellt. Obwohl, das ist nicht ganz richtig. Ich hatte, glaube ich, noch 8 übrig. Also ein bisschen weniger. Hey, komm hier schon. Keeper-Alarm. Keeper-Alarm, aber ich sehe keinen. Was ist hinter meinem Haus? Ist der jetzt betäubt oder? Au, offenbar nicht. So, jetzt ist er betäubt. Okay. Ein Delay Gate. Was ist denn das? Das ist dafür gedacht, das ist, das
verzögert sozusagen die Weitergabe des Signals, die dann auftaucht. Also wenn man jetzt zum Beispiel mit einem Schalter, also einen Hebel, eine Tür öffnen will, was man ja machen kann, kann man mit einem Delay-Gate sozusagen die Zeit herauszögern, bis die Tür sich öffnet. Das heißt, man könnte sozusagen Schalter einen, sagen wir mal, bei dir haben, den ich dann betätige, und dann würde das sich, und dann durch dieses Delay-Gate könnte ich das so lange hinauszögern, dass die Tür sich öffnet, bis ich bei mir bin. Aha. Okay. Also zum Beispiel für Zeitbomben. Genau. Oder, wenn man ganz gemein sein will, für verzögerte Falltüren. Genau. Wobei ich aber mit verzögerten Falltüren eher drauf spielen würde, auf die später, die dann noch kommen, die Code-Eingaben, also hier mit dem Zahlenfeld und dem gleichzeitigen, was man noch herstellen kann, was ich ja, stimmt, muss ich auch noch herstellen, dem Nummern, wie heißt es, Nummernvergleich-Gate, was dann sozusagen zwei, was denn den Input, den es kriegt, überprüft und dann guckt, ist es das, was man, was vorher festgelegt wurde oder nicht. Wenn es das nicht ist, kann es zum Beispiel eine andere Aktion ausführen, als wenn es richtig ist. Siehst du, klingt doch alles ganz nett. Also im Prinzip, wenn man die Möglichkeiten hier vergleicht zwischen Minecraft und Creativerse, was die Elektronik angeht, dann wirkt es auf mich so wie bei einer fortgeschrittenen Programmiersprache, Creativerse, im Vergleich zu Assembler mit Minecraft. Klar, man kann mit dem Assembler alles machen, es ist aber extrem umständlich. Dafür ist es beim, bei der Programmiersprache total leicht, aber eben ein bisschen beschränkter. Na gut, hier muss man sich auch reinfinden, weil ich habe mich jetzt in die ganzen, mit den ganzen Gates noch nicht ganz beschäftigt, nur mit denen, die ich in dem Sinne brauchte, halt für die, für das Nummernpad und sowas. Savannenbewohner scheinen... Oh, Entschuldigung, ich dachte, du wärst fertig. Nö, nö. Savannenbewohner scheinen wirklich die Melonen zu mögen. Ich habe jetzt so einen Boss Hock mir geholt. Gerade noch nebenbei. Und ich habe die Samen nicht bei zum Nachpflanzen. Oh, die sind ja auch noch gar nicht fertig. Och Gottchen. Ja, da musst du warten, bis entweder Grown steht oder Rip. Ripe. Genau. Genau. Und dann gibt es noch Grown, gibt es dann auch noch. Das ist dann die Endstufe. Aber generell muss ich dann. Oh, Miru! Was zum Teufel? Warum? Warum? Moment mal. Okay, eventuell ist in meinem Portalraum ein Miru gespawnt und dann hochgesprungen mit dem Teleporter. Vielleicht. Bin ich sicher. Aber auf jeden Fall stand gerade bei mir ein Miru vor der Tür am helllichten Tag. So, auf den Schreck würde ich direkt mal die Folge beenden. Irgendwelche Einwände? Ich sehe das mal als Nein. Nein, habe ich nicht. Wieder falsche Taste gedrückt? Ja, das ist so, wenn ich mit WASD spiele. Ja. Gut, erstmal, Dead by Happiness ist da total entschuldigt, dass er dauernd die falsche Taste drückt. Der muss für dieses Spiel explizit eine andere Push-to-Talk-Taste benutzen, weil die normale den Shop öffnet. Also nicht die ganze Zeit sich fragen, warum der Depp dort die ganze Zeit die falsche Taste drückt, sondern Verständnis entgegenbringen. Jetzt! Verständnis auf 3. 1, 2, 3. Gut. Also, ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinterlasst Kommentare und adios. Goodbye, Happiness. Ja. Du musst dich verabschieden. Ach so. Tschüss.